mir ist Jörg, das ist der Gründer der Musikschule Jam Club hier in Tübingen. Und Leute, die sich für Musik interessieren, die möchten ja auch gerne mal mit einer Band auf der Bühne stehen. Und Jörg kann einem dabei helfen. Jörg, wie machst du das? Was ist das Besondere an eurer Musikschule? Ja, das Besondere am Jam Club unserer Musikschule ist, dass wir eine freie Musikschule sind, eine private Musikschule, als GmbH firmierend. Das hat den Nachteil, dass wir nicht in den warmen Regen und Segen von Subventionen und Steuergeldern kommen, aber es hat den großen Vorteil, dass wir einfach frei sind, uns keiner reinredet und wir das tun und lassen können, was wir für richtig halten. Und was auch was Besonderes bei uns ist, unsere Lehrer und Lehrerinnen sind aktive Künstler, die hier die Kultur in der ganzen Region Stuttgart wesentlich mitprägen, mit zahlreichen Auftritten, CD-Produktionen. Und wir sind eine Musikschule mit Schwerpunkt auf Popularmusik, also Jazz, Pop und Rock wird bei uns einfach groß geschrieben. Dementsprechend ist auch unsere Ausstattung einfach voll auf der Höhe der Zeit. Mhm, gut, und ihr formiert auch Bands bei euch in der Musikschule? Ja, zurzeit haben wir 13 Bandprojekte bei uns, quer durch alle Stilrichtungen durch. Die fangen so an ab 11, 12, die Jüngsten. Die spielen dann aber auch schon auf großen Bühnen, wenn sie sich eine Weile entwickelt haben, Repertoire haben. Und es geht dann bis hin zu Erwachsenenbands, die wir haben bei uns. Gut. Ja, Aufgabe einer Musikschule ist es ja auch, Nachwuchskünstler zu fördern und zu finden. Und wir haben eine junge Sängerin begleitet, die ja ein Konzert gegeben hat in Tübingen im Club Voltaire. Ja, Eileen Cohen, die ist ja jetzt schon sehr weit gekommen in ihrer Musikkarriere. Gelingt euch denn Ähnliches in eurer Musikschule mit jungen Künstlern? Ja, klar. Also bei uns sind schon einige Bands groß geworden. Zum Beispiel ein guter Teil von der Band Lingua Loca, die inzwischen auch international unterwegs ist und spielt. Jetzt gerade derzeit eine CD produziert. Die Jungs waren gestern und heute schon bei mir, um noch irgendwie hier und da was auszuleihen. Und kriegt man noch einen Schlüssel, wir müssen noch proben und so. Die sind also immer noch stark mit uns befreundet, verbandelt. Eine andere Band, die gerade Karriere macht, die ausschließlich aus unserem Haus kommt, sind die Zappler. Die haben erstmal als Rockband mit englischen Texten angefangen und machen jetzt ihren Weg mit einer Art Schlagerparodie, Schlagercore nennen die das. Und die sind inzwischen im Coaching von der Popakademie in Mannheim und vom Popbüro gelandet. Und die sehe ich auch noch öfters und freue mich einfach, dass die ihre Karriere jetzt gehen können. Okay. Und kommen denn viele zu euch, viele junge Leute, die den Traum haben, ganz groß rauszukommen? Ja, sagen wir mal, ganz groß rauskommen, das sind jetzt doch eher Einzelne, die da zu uns kommen. Ich glaube, der große Teil von den Schülerinnen und Schülerinnen, die wir haben, die wollen einfach Spaß an der Musik haben. Die wollen ein Instrument erlernen, damit Spaß haben und am besten noch mit einer Clique, mit ein paar guten Freunden dann eine Band gründen und einfach mit der Band spielen, mal ein paar Auftritte ganz groß rauskommen. Das sind jetzt einzelne Talente, die wir haben und die den Traum träumen. Vor allem natürlich junge Sängerinnen in unserer Gesangsabteilung. Und habt ihr auch viel studentisches Publikum, das zu euch kommt, so zwischen 20 und 30? Ja, wir haben viele Studierende hier aus Tübingen, zum Teil auch aus Stuttgart, von der Hochschule in Reutlingen. Die kommen zu uns und wollen am liebsten auch Gesang erlernen. Und dann das zweitgefragteste Fach bei uns von den Studierenden ist Gitarre. Also das sind so die zwei Hauptinstrumente, natürlich Pianounterricht, Blasinstrumente auch. Mhm. Aber Gesang und Gitarre, das sind so die Favoriten bei den Studierenden. Und wenn man jetzt zu euch kommt, braucht man da Talent? Muss man Vorwissen haben oder kann ich jetzt sagen, ich möchte bitte morgen vorbeikommen und mal E-Gitarre ausprobieren? Wie sieht das aus? Also man braucht keinerlei Vorkenntnisse. Man kann einfach kommen bei null Kenntnisstand und bei uns anfangen. Das ist ja so, wie wenn die Kinder schon früh zu uns kommen. Die haben auch meistens noch keine Vorkenntnisse. Genauso Erwachsene, die sagen, ach, ich möchte einfach als Ausgleich zum Berufsleben Musik als Hobby mir erschließen. Ich kann noch gar nichts, darf ich bei euch anfangen, sagen wir klar. Und sogar Einzelne, die sagen so, ich bin jetzt Rentner im Ruhestand, mein Leben lang träume ich davon, Saxophon zu spielen oder Piano. Darf ich in meinem Alter noch bei euch anfangen? Und wir sagen klar, wer was möchte, der darf herzlichst gerne bei uns anfangen. Ja, Jörg, ich danke dir sehr für das Gespräch, dass du vorbeigekommen bist. Klar, gerne schön. Ja, gut, dass du hier warst. Ich